Hallo liebe Pfeifen-Community, ich melde mich heute bei euch zu Wort, weil es um das Thema geht, ein Tabak, vier Meinungen. Der liebe Elster-Schamane hatte die Idee, wir kaufen einen Tabak, den wir alle noch nicht kennen, aus der Gruppe und machen ein Video zu dem Thema, ein Tabak, vier Meinungen. Ich verlinke euch natürlich die Videos der anderen drei Teilnehmer ebenfalls unten in der Infobox. Die Videos werden meines Wissens nach alle sehr zeitgleich online kommen. Also seid gespannt, was die anderen so zu dem Tabak sagen. Und ich zünde mir jetzt den Tabak das erste Mal an. Es handelt sich übrigens um den Bulldog-Tabak von DTM, der Golden Flake. Ich blende euch jetzt am besten mal das Tabaksbild ein und dann entzünden wir die Pfeife. Als Pfeife habe ich übrigens die Savinelli ausgewählt. Ein schönes Bulldog-Shape. Und jetzt sind wir doch einfach mal gespannt, was der Tabak so von sich selbst preisgibt. Der Tabak ist DTM typisch super konditioniert, nimmt perfekt Feuer. Virginia-Süße ist vorhanden. Im Hintergrund schmecke ich eine leichte Seifigkeit. Oh, die Seifigkeit wird in meinen Augen etwas stärker. Aber nicht so stark wie bei zum Beispiel einem Condor. Ein schon etwas besonderes Raucherlebnis. Weil so wie ich weiß, sind die Bulldog-Serien immer sehr naturbelassen. Also das heißt, man guckt, dass die Tabaknuancen bei der Bulldog-Serie immer ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und ich glaube, dieser Tabak besteht nur aus reinem Virginia. Ja, hier werden zwei Virginia-Sorten miteinander gemischt. Die eine kommt aus Simbabwe und die andere aus Zaire, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber ich muss sagen, so eine Tabakblindverkostung ist schon was ganz anderes, wenn man den Tabak vorher nicht kennt und sich eigentlich keine Gedanken vorher gemacht hat. Ich persönlich kann aktuell auch noch nicht sagen, ob ich mir den Tabak kaufen werde. Ich finde es sehr interessant und bin mal gespannt, was die anderen so zu dem Tabak sagen. Aber ich werde jetzt gemütlich diese Pfeife noch fertig rauchen
und wünsche euch noch einen schönen Tag und sag, I spread my wings and fly, euer Eagle Pipe.